Hey, Schorsch, Leute, willkommen zurück zur Let's Play Resident Evil. Ich bin schon in der 5 und jetzt haben wir hier blaue Kräuter. Ich weiß nicht, wo das. Ich weiß nicht, wo der Pool hier noch gesund sein soll, aber okay. Bäh. Ein quadratisches Loch. Ja, wenn da mal keine Kurbel rein soll. Mit dem Pool hast du nichts zu sagen. Völlig normal. Okay. Brauchen also eine Art Kurbel. Eine Kurbel. Ja gut. Holen wir uns eine Kurbel. Keine Ahnung, wo ich die jetzt hervorstellen soll, aber... Ja, Mensch. Was ist das denn jetzt hier? Das ist definitiv ein Loch, wenn ich das mal so sagen darf. Führt irgendwo ins Nichts. Gut, dann gehen wir erstmal den anderen Weg lang. Ist da hier nur nirgendwo irgendwie ein Safe Haven, wo ich mal, ne, meine Shotgun holen dürfte, damit ich mich sicherer fühle? Kann ja nur sein, dass ich wieder von 10 Wölfen, Wolfhunden angefallen wurde. Ich hatte heute erst einen beschissenen Traum, was Hunde angeht. So, ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, mein Unterbewusstsein wahrt mich vor irgendeinem Bullshit. Ja, ich sollte vielleicht auch einmal reloaden. Ein Wegweiser zu sein. Valley of Distortion, Cave of Hatred. Path of Random. Teil der Zerstörung, Höhle des Hasses, Gipfel des Irrsinns, Weg der Rache. Das wollte ich nicht nochmal lesen. Ich hatte an sich genug von all den Vengeance-Kack. Sein Schalter. Hä? Nein, I guess. Hä? Hier ist noch so ein Ding. Du musst nicht immer Schalter drücken, meine Dame. Ah. Ah. Das Tor öffnet sich, wenn wir gern des Hundes gestillt sind. Der letzte Atemzug der Zerstörung. Ah, Zerstörung. Schalter mit roten Augen. Kampfschrei der Rache. Gut. Jetzt muss ich nur rauskriegen, in welche Richtung die gucken müssen. Zerstörung, warte mal. Du warst Atemzug der Zerstörung. Also blau ist Zerstörung. Jetzt muss ich nochmal ganz zurück, was die Path der Zerstörung ist. Gucken, ob ich damit richtig liege dann. Naja, immerhin kann ich das hier in Ruhe machen. Norden. Okay. Soweit ich das jetzt aus dem Schild gelesen habe, so Norden. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, es ist Norden. Und er geht sogar schon nach Norden. Und das andere war Rache. Dass ich nicht Rache, lache. Westen. Das heißt, du musst nach Wosten. Das jetzt zu timen wird ein Spaß. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Okay, wir müssen das also definitiv vorher drücken. Geht doch. Wosten? This should be it. Ich meine, ich bezweifle, dass hier irgendwo... Wo ist Barry eigentlich die ganze Zeit? Nur mal so nebenbei. Wo pimmelt Barry die ganze Zeit rum? Das ist etwas, was mir schon die ganze Zeit im Kopf liegt. Och, nö. Eingraviert. Zwei vertikale Striche, ein Kreuz, eine horizontale. Striche können ein Symbol sein.
Oh, ist gerieben. Wenn der ja, hier brauche ich das Windsymbol tatsächlich mal. Es wäre nochmal ganz nice, wenn hier irgendwo, you know, ein Safe-Ort. Weißt du, wo ich nicht 10 Jahre... Ich müsste so weit zurück zur letzten Truhe, um mir die, um mir das Ding zu holen. Uh-oh. Eine von Holts Warnungen war, wenn du Ketten hörst, lauf. Und wenn Hohl sagt, ich soll laufen. Warte, was? Stille. Achso. Und Hohl traue ich da. Ich bin nur gerade nicht in der Lage, irgendwie irgendwo zu kämpfen. Und das sieht nicht gesund aus. What the fuck? Wo ist das hier alles? 10.000 Kameraperspektiven. But they don't know the way. Oh, bitte sag mir. Oh, Kräuter. Grünes Kräut. Ist das auch ein grünes? Oh, es ist auch ein grünes. Ich kann es nur nicht mitnehmen. Bitte sag mir, du bist ein safe Haus. Bitte sag mir, du bist ein safes Haus. Of course not. Da drin. Moment doch. Oh. 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 Das ist erfreulich. Habe ich nicht noch ein grünes Kraut hier bei mir gehabt? Irgendwo? Hier. Ah, shit. Warte mal. Da machen wir jetzt mal ein doppelgrünes draus. Gemixte Kräuter. Von Nicola. Das eine grüne holen wir uns dann gleich noch auf dem Rückweg. Das packe ich mal weg, weil laut Hohl soll das Gegengift sein. Von daher... Ich will nicht speichern gerade. Deswegen, ich gucke mich mal hier kurz nochmal um. Vielleicht finden wir ja hier irgendwo noch was, was uns von Nutzen sein kann. Seine Karte vom Innenhof. Oh ja, bitte. Ui. Das ist doch weniger, als ich gedacht habe. Aber da, an das meiste kommen wir ja nicht hin. Die Karte vom Innenhof. Und warum brennt hier Feuer? Ich meine, jetzt ganz ehrlich, warum brennt hier Feuer? Ich meine, ich habe dann nur noch... Ich will hier speichern. Sorry, aber ich möchte hier... Nee, da hat lange keiner mehr drin geschlafen. So viel ist man sicher. Eine Winde. Eine Windel. Das hätte ich jetzt fast nicht gesehen sogar. Ist hier noch... Does this know the way? Ich meine, jetzt haben wir die Kurbel. Das ist schon mal etwas. Aber das Windemblem brauchen wir ja auch jetzt. Wir wissen ja, we know the way. In meinem Safehouse. Ich werde in meinem fucking Safehouse angegriffen. Was war das? Was zur Hölle bist du? Scheiße. Oh, fuck! Jetzt kennst du... Natürlich ist dafür jetzt Zeit, you dimwit! Au! Ja, super. Ich komme nicht mehr an ihr vorbei. Pff.
Tschüss. Bye, bye. Ich werde in meinem fucking eigenen Safe Point angegriffen. What the fuck? Jesus Christ! Da will man einmal nur dumm rumkurbeln. Und dann kriegst du direkt sowas und auf einmal sagst du, es ist keine Zeit. Oh, klasse. Und jetzt sind hier natürlich Freunde. Ich hab's doch genau gehört. Ich hab euch doch gehört. Ja, da bist du ja. Let me just pass by, ja? Ihr habt gerade nicht die Zeit für so ein Geherze. Ihr habt da echt keine Zeit drauf. Da ist nämlich echt so ein kettenschwingendes, durchgeknalltes, gesichtertragendes Miststück. Und die ist offenbar nicht gut drauf. Ich hätte noch zu gern das Windding rausgeholt, aber offenbar darf ich dann nicht. Oh, hätte ich das mal vorher gemacht, ey. Hätte ich das hier schon nämlich machen können. Aber gut, offenbar soll ich erst kurbeln. Und das mit dem Windding später machen. Viel später. Weil bis wir jetzt dahin zurückkommen, das wird ein bisschen... It will take some time. Mal davon abgesehen, dass die Alte da wahrscheinlich jetzt sich denkt, boah, it's my house now. Alter, das ist asozial. Die kommt einfach in meinen fucking Safe-Raum. Ich habe jetzt auch nicht gespeichert. Ich habe jetzt nicht gespeichert. Oder? Nee, ich habe nicht gespeichert. Well. I hope I survive. Ich würde dem Spiel gerade raten, dass ich überlebe. Weil... Erst hier sagen, nee, du darfst nicht. Und jetzt hier. Eieiei. Oh, geil. Und hier, meine Freunde, sehen Sie eine Cutscene, die offenbar 1:1 aus der PS1-Version übernommen wurde. Sieht zumindest arg danach aus. Das ist feiner aus eines Wasserfalls. Cool, ich habe das Ding sogar noch. So, wo ist diese durchgeknallte jetzt? Eieieiei. So, what haben wir hier? What have we here? Ein Aufzug. Ja, das ist ja ganz dandy. Ich renne mit meiner Pistole rum. Ich wusste, ich hätte meine fucking Shotgun einpacken sollen. Oh, wow. Hier wachsen blaue Kräuter. Brauchen sie jetzt nicht. Verpiss dich, du Vieh. Da ist noch ein grünes. Können wir kombinieren. Ah, da ist der Wasserfall. Ein tosender Wasserfall. Dahinter scheint etwas zu liegen. Ja, nur... How the fuck do you... Do I... Ne? Hier Nervensägen, ne? Da schwimmt da was im Wasser. Ein durchsichtiges Wesen schwimmt im Wasser. Ja, dann... Batterie wurde weggenommen. Wo bin ich jetzt? Ach, da. Ach so, ich soll jetzt... Ah, ich verstehe. Ich soll jetzt hier den Aufzug nehmen. Stromversorgung. Ach, okay, irgendwo... Ja, die Stromquelle liegt daneben. Es wurde nur der Stecker gezogen, könnte man sagen. Finde ich bestimmt hier irgendwo. Bestimmt hier irgendwo in der Nähe, Batman. Ach Gott, was ist denn das jetzt hier wieder? Ist das ein grünes oder rot? Also grün oder rot?
Waffen. Soweit ich das jetzt erkennen kann, kann ich das nicht erkennen. Aber auf jeden Fall werde ich hier ein rotes. Well, fuck my life then. Schlang. Es regnet Schlang. Es regnet fucking Snakes. Are you for real? Halte! Boah! Wieso ist jetzt hier überall blaues Kraut? Jesus, ist das viel blaues Kraut! Ach, ganz toll. Tür ist verschlossen. Tür steht Schild 01. Ich kann mich hier raufstellen. Nice. Was? Wieso? Das blaue ist... Also. Kann ich? Warte mal. Okay, das geht nicht. Hätte mich auch gewundert. Ja, gut. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als jetzt hier jeden Raum einzeln zu erkennen. Ja, weil ich nicht erkennen konnte, ob das rot ist. Oh, hier liegt ein... Ist das ein fucking Safe-Raum hier? Oh, es ist ein safer Raum. Oh, und fucking Ink-Schnibbler. Und eine Truhe, wo mir keiner auf den Keks geht. Es sei denn, diese Flitzflöte kommt gleich wieder an und geht mir auf den Sack. Die Kurbel packe ich mal weg. Das Windwappen können wir uns jetzt auch erstmal gehörig in die Haare schmieren. Da haben wir nochmal gemischte. Das ist gut. Farbbänder. Ja, bitte. Bevor wir hier jetzt irgendetwas machen. Ja, wow, wir können wieder bis zu 6-mal speichern. Nice Sache. Huh, gut. Das Rote packe ich mal weg. Das Grüne behalten wir. Die packen wir sowieso gleich wieder weg. Dann haben wir 2 Slots wieder frei. Oh mein Gott. Und das erste Hilfespray. Oh, geil. Das dich packen wir mal auf Reserve. Oh, uiuiui. Das Schlimme ist jetzt, nachdem diese Troller eben gerade mich ne, ein bisschen gestört hat, ne, bin ich jetzt paranoid, was Safe Rooms angeht. Ganz greatest shit. Weil diese fucking Leatherface-Schlampe da rumgetänzelt ist und sich gedacht hat, boah, ja Mensch, how about I will fuck up your life, how about that? So. Und das behalten wir. Das könnten eventuell noch das Leben retten. Aber das war's für heute von Resident Evil. Bis zum nächsten Mal.